Sie suchen ein kleines Tischchen. Ja. Wir haben hier zum Beispiel so ein Modell aus Holz. Mhm. Das ist ganz praktisch. Oder hier sind noch so verschiedene Modelle und auch in verschiedenen Formen, ja, die klappbar sind. Und hier ist dann nochmal ein ganz anderer Bereich. Das ist Rattan geflochten. Also Rattan, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schön. Das hatte ich mir eigentlich auch so vorgestellt, weil das sehr gut zu meinen anderen Möbeln passt. Warum ist dieser denn sehr viel glatter als dieser beispielsweise? Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Dieser Kunststoff wird hier in Deutschland produziert, ja, und wird dann nach Asien transportiert und dort geflochten. Das machen dieselben Leute, die auch die Rattan-Tische bauen. Das heißt, der kommt dann wieder zurück nach Deutschland? Der kommt wieder zurück nach Deutschland und wir verkaufen ihn. Okay, das ist seltsam. Wie sieht das preislich aus? Ist der dann viel günstiger? Ja, also das ist natürlich am Rohöl festgemacht und deswegen liegt der Preis doppelt so hoch. Das ist doppelt so hoch? Doppelt so hoch. Rattan ist okay, ein schnell nachwachsender Rohstoff, Bambus und Rattan, und deswegen deutlich günstiger. Okay, also ich habe hier jetzt diesen Kunststofftisch, der aus Plastik ist und auch noch doppelt so teuer. Ja, richtig. Und da ein Tisch, der ist naturbelassen und auch noch viel günstiger. Dann, ja, dann werde ich mir das nochmal überlegen und recherchiere mal, weil das ist schon interessant. Wie Sie möchten. Okay. Kambodscha. Hier könnte man meinen, ist das Familienleben noch in Ordnung. Auch wenn eine Familie im Monat nur so viel verdient, wie wir für ein T-Shirt ausgeben. Aber Geld ist ja nicht alles. Und neuerdings haben sie dort ja eine super Einnahmequelle. Und wir sind diejenigen, die das ermöglichen. Rattan Gartenmöbel sind gerade sehr trendy. Weite Transportwege nach Asien schön und gut, aber die günstigen Löhne sind's. Wir müssen es ja auch bezahlen können. Die Kostenvorteile, die liegen auf der Hand. Und ansonsten könnte der deutsche Reimporteur vielleicht die Rattan-Möbel nur zu einem Preis anbieten, der für einen normalen deutschen Verbraucher unerschwinglich wäre. Ein System, in dem beide Parteien profitieren. Außerdem haben die Menschen in Kambodscha ja super Arbeitsbedingungen. Stressfrei leben in der üppigen Natur. Auch wenn davon nicht mehr viel übrig geblieben ist. Klar, die haben zu viel Rattan abgeholzt und sich den Ast abgesägt, auf dem sie saßen. Aber an dem Problem arbeiten schon andere. Organisationen wie WWF, Worldwide Fund for Nature zum Beispiel. Die pflanzen dort die Rattanpalmen in Gewächshäusern an und damit dürfte dann doch alles in Ordnung sein. Außerdem gibt's jetzt was Neues: Rattan aus Kunststoff. Und das Verrückte ist, wir stellen die Fäden her und die Kambodschaner flechten daraus Sitzmöbel. Sieht fast genauso aus, macht aber keinen Regenwald kaputt. Also eine coole Idee. Die armen Kambodschaner haben weiterhin einen Job. Und wir können die Plastikmöbel sogar im Regen stehen lassen. Naja, das bisschen mehr an Transport- und Umweltproblemen, was dabei entsteht. Irgendwo muss jeder Kompromisse machen. Was wird da gemacht? Da wird der Faden im Grunde genommen in Deutschland produziert. Offensichtlich sind da die Produktionsbedingungen vergleichsweise günstig. Dann geht das Ganze nach Kambodscha. In Kambodscha wird es dann das Produkt hergestellt. Das wird wiederum gemacht, weil es dort erheblich billiger ist. Dann wird das Produkt wieder auf den heimischen Markt nach Deutschland geliefert. Da entstehen auch wieder Transportkosten. Offensichtlich müssen die Transportkosten vergleichsweise billiger sein als die Produktion. Und da sieht man, das ist eine Art von industriell verflochtenem Produkttourismus, der eigentlich, wenn man ihn ökologisch bilanziert, ist der eigentlich absolut irrational. Warum irrational? Transportwege gut und schön, aber auch davon leben Menschen, entstehen Arbeitsplätze. Und der Produkttourismus, eigentlich ein cooles Wort. Nicht nur wir, sondern auch unsere Klamotten und Möbel reisen um die ganze Welt. Bis dieser Rattanstuhl zum Beispiel fertig ist, läuft er eigentlich einmal um die Erde. Oder vielleicht sogar anderthalb Erden mal um die Erde. Und das ist natürlich irre. Auch da wird sich mit den Jahren, wenn Energie immer teurer wird, wahrscheinlich viel ändern. Da sind Unternehmen mittlerweile eigentlich schon dran. Interessant ist, dass es ganz viele unterschiedliche Studien gibt. Manchmal sagt es lokales Produzieren, zum Beispiel der Apfel hier lokal produziert aus dem alten Land, ist super versus ein Apfel oder eine Kiwi oder so, die aus Neuseeland kommt. Das ist auch nicht immer so richtig.
Erstmal gibt es beide Sichtweisen. Auch da fängt es wieder damit an und hängt es damit ab, wo das Ganze mit dem Schiff transportiert. Zum Beispiel wurde der Apfel aus Neuseeland mit dem Schiff. Dann sind so viele Äpfel auf dem Schiff, dass es eigentlich keine große Rolle spielt, wo es produziert worden ist. Weil auf der anderen Seite ist die Ernte, also wie viele Hektar oder wie viele Äpfel bekomme ich pro Hektar Fläche sozusagen angebaut und wie viele Äpfel habe ich dann hinter zur Verfügung, in Neuseeland aufgrund der klimatischen Bedingungen in der Regel höher und so, dass sich der minimale Effekt durch Transport ausgleicht.